Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession auf dem Kanal Opa spielt Minecraft. Und dann schauen wir gleich mal, was denn die Optionen machen. Hoppsa, ja. Schwer. So. Wir haben so viel Eisen gesammelt. Nicht jetzt unbedingt das letzte Mal, als wir unterwegs waren, sondern die vorletzten Male, dass ich mir überlegt habe, dass wir doch hier mal anfangen können, eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Und zwar, Moment, wo ist jetzt mein Aufgang hier oben? Ich gehe mal eine halbe Etage höher. Eine Etage höher, würde ich sagen. So. Und zwar möchte ich die Eisenbahnlinie da hinten verlegen zu unserem magischen Auge. Das magische Auge, das uns ja bekannterweise in die Hölle hineinführt. In den Nether oder Nether oder wie auch immer. Hölle, sagen wir mal. Ne? So. Samen habe ich in der Hand. Warum? Weiß keiner. So, ich habe jetzt alles dabei hier. Ein bisschen Tee, ein bisschen... ein bisschen Joghurt, etwas Brot, ja, machen wir uns noch mal etwas mehr Brot, denn die Arbeit wird anstrengend genug. So, hoppsa. Was brauchen wir für die Schienen? Ja. Ich hätte mich vielleicht vorher mal erkundigen sollen bei einschlägigen also Holz auf jeden Fall für Stöckchen, Tropenholz. Habe ich hier überhaupt keine Stöckchen mehr? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann nehmen wir das alles mal mit. Wir brauchen sicher auch noch Redstone irgendwie. Da haben wir ja genug von. Brauchen wir Redstone? Wie ist denn das jetzt? Ne, ich glaube, wir brauchen Gold, ne? Ich teste das erstmal so mit Gold. Also. Ging doch irgendwie so, oder? Nein, so. Ja, was sind das? Antriebsschienen, genau. Okay, 6 Antriebsschienen. Ja, das ist natürlich nicht gerade viel. Also muss ich noch mehr Gold nehmen. Sag mal so, 12 Antriebsschienen sollten es schon sein. Da hinten darüber. Ja, was mache ich denn da? So. Machen wir mal 12 Antriebsschienen. Zack. Machen wir mal ein paar Redstone-Fackeln. Ach, Minecraft-Geräusche. So, dann machen wir uns mal ein paar Stöckchen nochmal. Zack. Und sagen wir mal 12 Antriebsschienen, aber wir tun nochmal ein paar Redstone. Moment. Bevor ich da weitermache. Da haben wir doch noch welche. Genau. So, und dann. Irgendwie war mir doch so, dass ich schon mal Redstone. Fackeln. 16. Okay, 16 reicht natürlich.
Bei weitem nicht. 32 wird auch nicht reichen. Ich mache mal 3 hier. Ein Stack, ne? 64. Das ist auch noch nicht genug. So, dann vielleicht 2 Stacks oder sowas. Da ist ein 4er, dann werden das 2 Stacks. Mal sehen, vielleicht reicht das ja auch noch nicht. So. Also Schienen, Antriebsschienen. Sollte man vielleicht auch gleich mal so ein Wägelchen sich basteln. Den ganzen Kram dann hier wieder rein, den wir nicht brauchen. Holz brauchen wir jetzt auch mal nicht mehr. Aber Erde und sowas. Moment, wir haben hier noch Eisenspitz, 2 Stück, genau. Schaufel 2, das reicht. Und dann nehme ich hier nochmal ein paar. Nee, ich wollte das vielleicht mit Sandstein machen da hinten, oder? Habe ich denn noch so viel Sandstein? Ich könnte mal wieder Sand farmen gehen. Also, wenn ich jetzt hier da an der Brücke, da hinten, die man jetzt von hier nicht sieht, muss ich hier umgucken. Da sieht man sie auch nicht. Da hinten sieht man sie. Unten ist ja, glaube ich, entweder Cleanstone oder Cobble. Ich glaube, Cobble habe ich unten gemacht. Also kann ich da doch theoretisch auch mit Cobblestein arbeiten. Ich werde das mal testen. Der Stein da oben. Pflasterstein heißt das ja hier. So. Dann brauchen wir noch richtige Fackeln, um das Ganze zu erleuchten. So, habe ich auch keine Fackeln mehr. Na gut. Man geht ja mal ab und zu in die Höhle, wo man es auch schön hell haben will. Okay. Und dann machen wir noch mal ein paar Fackeln hier. 60. Wunderbar. Wunderbar. So, ich hatte ja gesagt, ich wollte... da muss ich mal jetzt hier oben hin. Um das nochmal zu erläutern, wie das Ganze hier ausschauen soll in der Folge. So. Da hinten, hinter der Mauer, da kommt das neue Lager hin, wird als Laden. Einkaufsmarkt oder Supermarkt getarnt, gell? Das heißt, der Raum hier unten wird frei. Denn das Lager wird ja ein bisschen größer werden, also der Supermarkt, ja. Da werden ein paar mehr Kisten hereinkommen, als es hier sind. Hier sind ja jetzt nur 10 Kisten. Und wenn wir länger dieses Let's Play spielen wollen, und wollen wir ja alle, oder? Wer möchte nicht? Dann brauchen wir da etwas mehr Material noch, und wir haben ja schon hier Probleme, unsere Sachen unterzubringen. Gut, bei manchen haben wir eigentlich noch genug. Bei manchen haben wir zu wenig, aber hier so einige Sachen. Und ja, es ist ja dann auch übersichtlicher, wenn man dann, sag mal, so extra Truhen hat für Glasscheiben und so weiter. Wer kennt nicht diesen Herrn? Ja gut, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr geguckt von Porkshop Media unten in ihrer Butze da, wie heißt es?
Holzhütte ist gut. Also hier zum Beispiel, da könnte man sehr, sehr viele neue Kisten brauchen. Und da brauchen wir entweder einen großen Raum, so wie das die Ruine gemacht hat, ein extra großes Lager. Oder wie die Porkchops das in ihrem Keller haben da, von ihrer Unterkunft. Und wir werden das so machen, dass wir dort hinten einen Supermarkt bauen. Das habe ich ja, glaube ich, noch nie gehabt. Jetzt habe ich so viel gelabbert, dass es schon wieder dunkel wird. Na gut, ich habe jetzt alle meine Sachen auf jeden Fall schon mal eingesteckt, so dass wir dann weitermachen können gleich morgen früh. Und da sind wir auch schon wieder. Da geht die Sonne unter. Nein, das ist der Mond inzwischen. Die Sonne geht da auf. Und wir werden jetzt mal daran gehen, hier die Eisenbahnstrecke zu konstruieren. Das wird recht interessant werden. Ja, wir werden nämlich... So, hier ist das Treppenhaus. Ich möchte also gerne hier dann durchkommen mit der Strecke. Wir werden sie aber zunächst mal nur hier provisorisch verlegen. Das heißt, ich werde einfach hier mal die Strecke nur mal so provisorisch hinpacken. Die wird dann später hier rechts verlegt. 1, 2 oder 3 Felder, so, Entschuldigung, dass ich huste. Ihr wisst ja, ich bin erkältet. Komme ich dort runter weg oder an der Seite vorbei? Ja, ich denke schon. Also dieser ganze Strang wird dann noch verlegt. Und hier gehe ich mal raus. Wir werden uns jetzt mal hier am Rande entlang bauen. Wir müssen da unten hin. Das ist welche Höhe? Ich muss mir mal hier die Koordinaten da überlegen. Also ich muss hier, das sind 1, 2, 3, 4 tiefer als diese Fläche. Die gucke ich mir mal an, wie hoch die ist. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Der Weg ging ja hier durch, ne? Das war ja eigentlich früher so gedacht. Ganz am Anfang hatte ich das so gedacht, dass ich hier den Bahnhof reinbaue irgendwie. Und dann von da aus hier die Strecke hinlege. Aber so sieht das besser aus. So, was war das? F3. Koordinaten. Fußposition 96. Ach du Jemine. Das gerade. Das musste jetzt nicht gerade sein, ne? Also wir sind dann auf 92 unten. Müssen wir runter. Ja. 96 hat verloren. Gestern. In Freiburg, und das heißt, wir schreiben heute den 13. April 2013. Hannover 96, wo ich immer gern verfolge, wie die spielen, weil ich früher, wo ich noch in Hannover gewohnt habe, als ich noch in Hannover gewohnt habe, so.
So, wir werden hier mal Power geben. Als ich noch in Hannover gewohnt habe, bin ich damals als Schulbub mit meinem Vater. Machen wir da hier Cleanstone, was geht, ne? Bin ich da mit meinem Vater. Haben wir noch Cleanstone? Ja, 3 Stück, da kommen wir sehr weit mit. Bin ich mit meinem Vater immer zum Fußball gegangen, weil wir etwa 15 Minuten Fußweg nur, oder ja, ungefähr 15 Minuten Fußweg gewohnt haben vom Stadion. Und da war das natürlich sehr, Moment, Löwen. So, haben wir hier irgendwie noch was drin? Ne, da hatten wir, glaube ich, ja sowieso nur Eisen und Gold und sowas. Ja, und seitdem bin ich also ein Freund, oder gucke ich mir das halt gern an. Ich bin jetzt kein Fanatiker oder was. Aber ich freue mich halt, wenn sie gewinnen. Und wenn sie zum Beispiel international spielen, so wie das letztes und vorletztes Jahr der Fall war und wie es dieses Jahr wahrscheinlich nicht wieder funktionieren wird. Falsche Taste, falsches Gerät, so. Ja, das ist ja jetzt Quatsch. Da kann ich auch so weitermachen. Jetzt hätte ich mir natürlich auch gleich merken können. Ach, da gehen wir nochmal hin und merken uns die anderen Koordinaten auch noch. Ich weiß nicht, ob ich mir so viel noch merken kann. So, ich möchte gerne. Also ich wurde gefragt, wie viel FPS ich habe. Das schwankt, also ich nicht, aber die Aufnahme. Oder Minecraft hier in dem Fall. So, ich möchte hier hinkommen an den Rand. Das ist F3. Wenn man jetzt extrem hält, ja, okay, das weiß ich. 31, 134. Also 31 muss ich mir merken. Das ist wichtig. Ja, seitdem bin ich also ein. Gucke ich den gern beim Fußball zu. Und wenn sie dann wie letztes Wochenende zu Hause nur 0-0 spielen und jetzt auswärts verlieren. An alle, die Freiburg-Fans sind, ich freue mich mit euch, aber. So hat natürlich Hannover keine richtige Chance mehr, nächstes Jahr international zu spielen. Leider. Ich nehme mal die Hälfte mal wieder raus. So, das sollte eigentlich reichen mit dem Cleanstone. So, 31, jetzt sind wir auf 38, also muss ich noch 7. Na, was war das für eine Höhe? 92. Da brauche ich natürlich sehr viele Booster-Schienen. Noch 2, das heißt im Prinzip stehe ich ja hier schon auf der 31, ne? F3, jawohl. So, das heißt, wir können also schon bis hier so ein paar Meter runter. Was war das? Das Felsenhuhn hat ein Ei gelegt. Gut, dann machen wir mal ein bisschen Licht.
Ja, und es gibt ja im Internet, zum Beispiel von der DFL, so eine Seite über die Bundesliga. Da gibt es eine Art Tabellenrechner. Ja. Und da kann man sich so seine Wunschergebnisse eintragen, die man gern hätte oder man, wie man meint, wie sie ausgehen. Und selbst wenn Hannover jetzt alle Spiele gewinnt, die sie noch anstehen haben, was schwer genug, die noch anstehen, was schwer genug wird, weil am nächsten Wochenende ja Bayern München nach Hannover kommt. Die haben letztes Jahr zwar in Hannover verloren, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bayern das sicher sehr gerne korrigieren wollen. Und das natürlich auch können, wenn sie wollen. Und da sie wollen, können sie es auch. Und dann ist natürlich, naja, also ich glaube nicht, dass es da großartige Chancen gibt. Und wenn sie das Spiel auch verlieren, wovon man ausgehen muss, ist es wahrscheinlich nichts mehr mit dem internationalen Geschäft. So leid mir das tut. So. Und jetzt zurück zum Spiel. Zu etwas erfreulicheren Sachen als Fußball. Immerhin kann Hannover noch bestes Team aus Norddeutschland werden. Bremen ist ja auch ein bisschen schlecht diese Saison. Ja, alles erleuchtet, wunderbar. Und es wird schon wieder dunkel, das heißt, Opa legt sich aufs Ohr. Ich habe keine Lust jetzt. Ich spiele ja im scharfen Modus. Ich habe also keine Lust hier, die Schienen von irgendwelchen Creepern durch die Luft knallen zu lassen. Gute Nacht. So, weiter geht's. Ach, es gibt noch so viel zu tun hier. Wirklich. So, hier geht's weiter. Dann müssen wir hier natürlich auch noch so eine Sicherung einbauen, dass die Monster nicht von oben herunter gehen auf die Schienen. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass das auch eigentlich mit dem neuen Update, glaube ich, nicht mehr möglich ist. Oder sehr selten nur noch möglich ist, weil die Monster eine natürliche Scheu vor Schienen haben. Ja, da kann ja auch mal eine Lore hereinrauschen und diese Lore. So, F3. 31 hatte ich gesagt, ne? Ja. Und dann müssen wir auf, wir sind jetzt auf 99, das heißt, ich gehe jetzt mal hier so einen Bogen herum. Und dann müssen wir, hoppsa, da wollte ich noch nicht runter, sondern erstmal ein bisschen geradeaus. So, und jetzt nach unten. Kohle gleich finden bei der Arbeit, sehr schön. So, das Ding da ist auf 96 und wir sind etwa, wollen etwa so 4 tiefer. Wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Seht ihr noch was? Ich mach mal hier Kohle hin. Ja, ist ja auch Kohle drin in der Fackel. Fackel hin, wollte ich sagen.
Ja, es fällt mir noch etwas schwer zu sprechen, obwohl es schon besser geht als letzte Woche, muss ich also auch sagen. Und jetzt hier ein Hustenbonbon in der Backe. Da sollte das eigentlich alles einigermaßen akzeptabel über die Bühne gehen. Ich habe mich dann mal im Internet schlau gemacht. 92, ja, könnte schon gut sein. Dann gehen wir mal hier weiter. So, hier kommen wir jetzt. Oh, Vorsicht. Aber das sieht gut aus. Haben wir gut ausgerechnet. Machen wir noch ein bisschen Cleanstone hin. Und dann ab da irgendwo, ab dem Ende dieser Wand, werden wir das dann in Cobblestone ausführen. Cobblestone. Hier könnte man auch noch dann die Wand auskleiden. Aber gut, das ist ja erstmal nur der Beginn der Eisenbahnstrecke. So, jetzt haben wir hier noch den Cleanstone und noch einmal Cleanstone. Was? Ah, wir sind wieder auf 5. Ach ja, richtig, ich habe ja meine ganze Erfahrung in der Lava liegen lassen. Ich hoffe, ihr habt alle schön gelacht und euch gefreut über den doofen Opa, der zum zweiten Mal in der Let's Play-Karriere hier. Also einmal geht ja noch. Zweimal ist also echt doof, ne? Aha. So, das war's denn schon mal mit den Beschleunigungsspuren, weil wir doch hier etwas mehr brauchen. Auf den Gefällstrecken. Vielleicht müssen wir nicht das ganze Gefälle bepowern, aber sicher ist sicher. Also noch etwas mehr Gold. Nehmen wir uns mal wieder hier die Goldbarren her. Ach so, ja, Redstone. Wieso habe ich keinen Redstone mehr? Nochmal von vorne. Ich hoffe, ihr habt euch alle schön amüsiert über mich. Ich habe auch kein Doch, da sind noch Stücke. So. 6. Reicht das, um über die Brücke zu kommen? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Erstmal wäre es vielleicht ganz sinnvoll, ein bisschen was zu essen. Ja, was ich sagen wollte, ich habe mich also im Internet informiert über Husten und wie man ihn bekämpft und habe auch im Fernsehen schon mal was gesehen darüber, dass es ja so alte Hausmittelchen gibt und habe ein Hausmittel mal ausprobiert. Alles an, ja, gut. Habe ein Hausmittel ausprobiert. Das möchte ich euch auch nicht. So, jetzt müssen wir aufpassen, nicht rückwärts hier gehen. Nur mit der Shift-Taste, wenn überhaupt. So. Ein Hausmittel ausprobiert. Welches da lautet. Wir kommen genau dahin, das ist sehr gut. Welches da lautet. Man nehme eine Zwiebel, schneide diese in kleine Stücke, tue diese dann in ein Glas oder sonstiges Behältnis, na, wunderbar, und
Tue diese in ein Glas oder ein sonstiges Behältnis und gebe Honig darauf. Der Honig ist wasseranziehend, wasserziehend. Das heißt, der Honig entzieht der Zwiebel das Ganze oder ein Großteil des Wassers, was in der Zwiebel drin ist. Das Ganze muss dann über Nacht oder besser noch einen ganzen Tag, also 6 bis 24 Stunden habe ich gelesen, muss das Ganze dann irgendwo rumstehen. Ich hatte es im Küchenschrank. Aha, so, jetzt sind wir also hier angekommen. Ja, reicht das, wenn ich... wie viel Booster Schienen? Ich habe jetzt noch 5. Wenn ich hier an jede zweite dann was mache. Also erstmal hier hin. So, mal gucken, ob das dann reicht, wenn ich dann hier wieder habe. Hier die zweite. Ich will nicht so viel Boosterschienen verbraten. Da noch eine. So, dann möchte ich gerne hier im Bogen kommen und dann baue ich mir oben von dem von der Station da, wo diese, na, da habe ich so eine Plattform, da geht man also noch eine Etage dann tiefer. Naja, ihr seht das dann schon. So, erstmal bauen wir das bis hier hin. Das heißt, einmal noch ein bisschen weiter, dass ich hier im sicheren Berg aussteigen kann, erstmal, um das zu testen. Also, das sollte eigentlich immer noch ein höher sein. Genau, da ist ja unsere Wand. Unsere Brücke. So, also. Wenn ich es nur 2 hoch mache und aus der Lore aussteige, dann haue ich mir den Kopf rein. Das will ja aber keiner von euch. Aber ist auch nicht so schlimm. Es gibt ein bisschen Schaden. Und das war's dann. Aber wer möchte denn schon einen Kopfschaden davon tragen? So, dann, wie gesagt, dieses Hausmittel, ja, also Zwiebeln und dann Honig da drauf. Und ich hatte mich davor immer bisher gescheut. Weil ich dachte, das muss ja fürchterlich schmecken. Also diese Kombination Zwiebeln. Ja, manche Leute mögen ja sowieso keine Zwiebeln. Ich esse ganz gern, aber gebraten, roh auch schon mal auf wenn man so Mettbrötchen hat mit Zwiebeln, das ist ja auch ganz lecker. Aber jetzt so mit Honig, ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir natürlich die Boosterschienen da noch bepowern hier. Und da tue ich ganz einfach. Na, die Sonne geht schon wieder unter. Ja, dann gehen wir erstmal pennen. Und dann machen wir eine Testfahrt. Morgen früh, nachdem ich diese schönen Redstone-Fackeln dann da angebracht habe. So, das ist Folge 2, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Nee. Oder? Ich weiß es gar nicht. Waren wir so schnell, dass wir jetzt dieses ganze Ding in einem Tag gemacht haben. Das wäre natürlich echt toll. So, wo ist er? Hier, hier ist der provisorische Bahnhof. Das ist ja jetzt nur so eine einfache Strecke. Da muss man noch keine großartigen... So, jetzt wenn ich jetzt
das Ding da drauf stelle, dann passiert natürlich nichts. Also muss ich doch hier nebenhin. So, mit S. So, geht das jetzt? Jawohl, wunderbar. Also wenn das nicht ausreichen sollte, dann muss ich halt noch mal ein paar mehr Dinger mir bauen. Ich habe hier jetzt alles schon wieder aufgebraucht. Ne, zwei habe ich noch. Die S-Taste, bitteschön. Zwei Dinger habe ich noch. So. Und die brauche ich nachher auch, um bis dahin zu kommen, zum Auge oder unter das Auge. Vielleicht, nein, ich werde keine Steigung mehr einbauen, glaube ich. So, noch eine. Und noch eine Redstone-Fackel hier hin. Nee, ich bin ja schon am Ende. Okay. Man kann ja jetzt auch inzwischen seit einigen Versionen hier, kann man ja einfach mit der W-Taste anfangen zu fahren. Funktioniert aus natürlich relativ langsam. Oh, geht doch. Oh, geht. Bimmelbahn. Aber jetzt kann ich ja die W-Taste loslassen. Jetzt geht's also richtig ab. So. Ah. Grafikbug-Bug. Okay, wunderbar. Funktioniert. Grafikbug, wenn man hier in die Kurve geht, dass er dann mal kurz auf schwarz schaltet. Das hatte ich schon, als ich das hier getestet habe, ein paar Mal gehabt. Weiß nicht warum, ob das jetzt ein Fehler ist. Keine Ahnung. Wir werden jetzt mal hier das Ganze mit Cleanstone irgendwie ausfüllen. Und zwar werde ich jetzt mal hier die Kurve ein bisschen großzügiger dimensionieren hier. Mal sehen, ob das denn immer noch schwarz wird. Ihr habt es ja gerade gesehen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Luftikus. So, und hier werden wir auch mal ein bisschen ausbessern. Aber es ist ja eigentlich erstmal egal, wie das hier aussieht. Hauptsache es funktioniert. Ich bin ja einer, der erstmal meint, es muss was funktionieren. Dann nachher gucken wir dann, ob das schön ist oder nicht. Okay, Rückfahrt. Ja, und wenn ihr sagt, oh, bau doch noch einen Bahnhof dahin. So geht das. Also wenn man die innere Ecke nicht ausfüllt von der Kurve, sondern da frei lässt, dann geht das wunderbar. Dann wird nämlich das Feld, dann wird das Bild nicht schwarz. So. Jetzt kommen wir hier raus. Wo muss ich hin? Jetzt muss ich mir das mal von hier angucken. Hier liegt schon so ein Cobblestein rum. Warum eigentlich? Weiß der Geier. So. Ich komme dann irgendwo hier an. Hier ist ja... Achso, da hatte ich ja so eine alte Treppe gehabt. Genau. So, mal gucken. Wo bin ich jetzt? Richtig. Das heißt, ich kann also hier schon mal rechts abbiegen, links abbiegen. So, dann müsste ich da irgendwie rauskommen. Na, prima. So, dann werden wir hier innen wieder abbauen. Die Ecke, die eine. Die Dreierhöhe lasse ich mal.
So, das sind alles alte Konstruktionen da oben. So, und wir kommen jetzt also hier an. Bauen wir hier auch wieder auf Cleanstone-Bett, ne? Glaube ich. Werden wir auch die Wand noch mal so ein bisschen aus. So. Das kann man auch in Cleanstone machen. So sieht das dann aus. Und hier geht es dann Cleanstone-mäßig weiter. Wird schon wieder dunkel? Nee. So, da sind wir. Und hier irgendwo ist ja dann die Treppe. Dann lassen wir mal das Ganze hier ab, hier enden irgendwo, am besten da am Rande. Dann werden wir hier das runternehmen, runterbauen. Und dann sind wir mit dem provisorischen Krimskrams hier schon mal fertig. Wobei das natürlich auch nur provisorisch ist, denn... So, ich werde jetzt mal hier mal das Ganze abschließen. Erstmal alles provisorisch, wie gesagt. Drei hoch sind wir da, genau. Eigentlich müssten wir hier rechts einkommen, ne? Hier irgendwo ist ja unser Zugang von der Treppe. Das muss ich mir dann nochmal genau angucken. Vielleicht gehen wir auch hier rechts rum. Ich werde dann hier schon mal den Cleanstone legen. Eventuell will ich ja dann dorthin. Also brauchen wir Leitern. So, der Cleanstone ist alle. Sehr schön. So, da werden wir mal Leitern holen. Ach, jetzt wollte ich zurücklaufen. Mein Gott, ich habe doch die schöne Bahn jetzt hier. Ich wäre jetzt glatt gelaufen. So, brauche noch nicht mal W. Ach, jetzt muss ich doch W drücken. Weil, ja, guckt euch an hier. Ist das nicht eine herrliche Bahnstrecke? Man muss natürlich schwindelfrei sein, das gebe ich zu. So. Zack. Wo sind wir da? Und wir werden uns mal ein paar Leitern holen. Wir müssten doch noch Leitern haben. Wir haben überhaupt nichts mehr hier. Da, nee, das sind Schienen. Okay, da müssen wir uns halt Leitern bauen. Und zwar aus Stöcken, die wir auch nicht mehr haben. Ja, und nochmal darauf zu sprechen zu kommen, auf das Hausmittel. Hustenhausmittel, Zwiebeln mit Honig. Ich habe ja gedacht, das schmeckt saumäßig, aber ich bin angenehm überrascht. Es ist eine richtige Delikatesse. Diese Safte, die dann da rauskommen, das ist also dann so ein süßlich zwiebliges Wasser. Die Zwiebel hat ja sehr viele Heilstoffe, habe ich gelesen. Honig ja auch, das ist ja bekannt, und beides zusammen ist wahrscheinlich so richtig powermäßig auch gegen Husten, und ich merke das. Ich habe das also am Donnerstag genommen, Freitag, ein Kollege zu mir gesagt, hustet schon weniger. Mir selber kam das gar nicht so vor, aber inzwischen, ich habe heute wieder so ein zweites, oder gestern Abend so ein zweites Ding angesetzt und esse das also heute und muss sagen, also das, was wollte ich machen, Leitern ist schon mal wirklich nicht schlecht. Also wer Husten hat, 15 reichen locker. Ich mache das erstmal mit
Pflasterstein. Jetzt habe ich denn noch so viel Sandstein. Jetzt da Sand da unten. Sand, Sandstein, Sandsteinblatt, Sandsteinstufe, 2 Sandstein. Naja. Nehmen wir mal den letzten Rest Sand. Machen der Sandstein raus. Ja, dann haben wir keinen Sand mehr. Wird schon wieder dunkel. Oh, es ist schon dunkel. Schnell ins Bett. Es ist schon sehr dunkel. Na, geht gerade noch. Also diese Zwiebel-Honig-Medizin ist erstaunlicherweise, wie gesagt, lecker. Die meisten Medizinen müssen ja, um zu wirken, schlecht schmecken, so sagt man den Kindern immer. Ne? Aber das ist wunderbar und scheint zu helfen. So, richtig, ein Hoch. Dann zu Fuß darüber. Mit dem Schwert. Man kann ja nie wissen. Wir sind ein bisschen zu spät ins Bett, aber es geht gerade noch. Was haben wir denn hier noch so drin? Ah ja, gut. Nichts Besonderes halt. Aha, das war also die beiden Sandstücke. Richtig. Gehören also zu diesem Sandsteinpfosten hier. Die beiden Erdstücke, würde ich sagen. So, dann nehmen wir das mal und werden jetzt hier diesen Pfosten hier weiter runterholen. Wie schon gedacht, muss ich mit der Bahn hier links ankommen. Wenn hier rechts nämlich dann die Treppe hochgeht. Oder die Leiter, besser gesagt. Leiter. So. Das heißt, hier werden wir mal ich mache das jetzt mal in Pflasterstein hier mal. Testweise können wir dann alles wieder abkloppen. Wenn wir das dann mal richtig machen. Hier werden wir nämlich noch eine richtig schöne Station bauen. Und da weiß ich auch schon, wie ich die baue. Es gibt eine sehr schöne Version bei Iruini natürlich, ja. Die Porkchops haben ja auch eine schöne Station umgebaut in ihrer unterirdischen Fahrt von der, was ist das, von dem Baumhaus rüber in Richtung ihre Hut. Hut hieß es, genau, mir fällt der Name nicht ein. Wohin? Und interessante Station mit diesem sprungähnlichen Teil da, was sie da gebaut haben. Aber ich muss sagen, ich finde das von
Eruini irgendwie pfiffiger. Ups, nee. Was war das für ein Geräusch? Komisch. Ich wollte hier. So, Dingchen legen. Dann machen wir hier mal so Beschleunigungsspur noch hin. Zwei haben wir ja noch. Noch einen Redstone dabei. Also ich finde das von Eruini pfiffiger, obwohl das nicht so richtig funktioniert, wie er das will. Aber ich habe dann selber. Boah. Opa hat was gemacht. Eine kleine Verbesserung da an dieser Station eingeführt. Habe ich schon ein paar Mal in meiner Test, nicht in meinem Test, sondern in meiner Kopie getestet, sowohl nicht in der Testwelt. Und ich bin ganz begeistert, wie das toll funktioniert. Ist natürlich nur was gedacht für eine Einbahnstrecke, so hier sozusagen. Hier spiele ich ja alleine und da kommt mir ja keiner entgegen. Im Moment jedenfalls. Wie das in Zukunft ist, muss ich dann mal sehen. Aber im Moment kommt mir keine gegen. Die Porkchops sind ja zu dritt, ne? Und wenn man da Gegenverkehr hat, da muss man die Station dann sicher natürlich etwas anders. So, das ist jetzt das, was ich euch schon mal gesagt hatte. Ganz am Anfang, als ich das Ding hier gebaut habe, habe ich gesagt, ich werde mal irgendwann so eine Eisenbahnstrecke bauen hierhin, dass man schnell von der Unterkunft hier zum Tor kommt. Ich habe das ja aus Geräuschgründen, habe ich das ein bisschen entfernt gebaut. Außerdem passt es hier so schön rein mit dem Auge. Ne? So, und wir werden jetzt mal hier zurückfahren. Damit haben wir hier unser erstes Tagesprojekt jetzt mal fertig. Und ich habe sogar noch ein Beschleunigungsgleis übrig. So, lassen wir das mal. Wo ist sie denn? Ah, ich werde hier ausgespuckt. Falsche Taste. So, lassen wir das mal erstmal so stehen. Wie gesagt, da kommen später dann diese Dinger hier weg. Die, oh, muss ich mal an eine andere Stelle packen. Vielleicht tun wir sie ja hier hin. Ah ne, wenn ich das Lager da hinten habe, wäre das ja sinnvoll, diese Öfen auch da irgendwo da hinten zu bauen. Oder aufzustellen. So. Denn der Platz hier wird benötigt dann. Das wird dann nämlich ein Bahnhofsgelände. Dieses alles kommt weg. Und muss ich mir mal überlegen, wie ich das dann baue. Ja, ich könnte. Ja, also wie gesagt, das muss erstmal alles raus hier, weil die Gleise dann in Wirklichkeit wahrscheinlich hier rechts lang gehen. So, ich kann das schon mal andeuten. Hier wird das dann weitergeführt werden. Da mache ich jetzt erstmal Schluss. Entweder hier oder eins weiter links noch oder beziehungsweise eins weiter in die Richtung noch. Dann wird das da noch ein bisschen ausgehöhlt. Dann kommt da die Bahnhofswanne dahin. Ja, eine Bahnhofswanne. Dieser Ausdruck ist mir gerade eingefallen. So, jetzt müsste ich hier eigentlich mal zum Schutz so ein Geländer anbringen, dass mir da auch keine Viecher da drauf kommen, springen. Bei Monstern ist es ja, habe ich gehört, dass die jetzt Angst haben. Bei Hühnern weiß ich das nicht.
Machen wir das doch mal so. So nicht. So ist doch das wunderbar. Habe ich denn irgendwie eine Axt dabei? Nein. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Wo ist sie denn, die Axt? Da sind welche. Ja, ich soll sie vielleicht unten reintun. So, weg damit. Hier sollte man vielleicht entweder besser ausleuchten oder zumachen. Ich entscheide mich mal für das Zumachen. Und zwar dann noch mit Koppelszahn. Vorne weg. Eine Blende davor. So. Wir wollten 3 hoch haben, obwohl ich hier ja wohl nicht aussteigen werde, aber man weiß ja nie. So, da sind wir und es wird schon wieder dunkel. Ach du je. Und die Hühner legen fleißig Eier. Hier könnte es auch noch eine Beleuchtung vertragen. So. Und damit erklären wir die Eisenbahnstrecke. Schlafburg in Richtung magisches Auge für eröffnet. Nacht. So, wie sieht das denn hier von oben aus jetzt mit dieser Eisenbahnstrecke? Hier in meinem Lieblingsbad. Ja, man sieht das da unten schon. Man sieht das hier oben auch. Und da ist aber natürlich so schön angepasst, dass das nicht auffällt. Ist da so, als müsste es so sein. Wunderbar. Ja, und die Eisenbahnstrecke wird natürlich noch weiter gebaut werden. Diesen Wohnberg hier werden wir untertunneln. Ja, irgendwann wird die Husterei dann auch mal aufhören. Habe ich da was gesehen? Nein. So, der Wohnberg wird dann untertunnelt. Wie gesagt, in der Wohnburg gibt es eine Station. Dann werde ich hier eine weitere Station haben, dann unterirdisch. Irgendwo, wo war denn das Loch hier? Ist das das hier? Nee.
gibt es irgendwo noch so ein Loch. Hier ist es. Wo es dann in so eine Höhle reingeht. Ne? Ich weiß jetzt in dem Let's Play weiß ich nicht, wie weit die geht. Aber in der Kopie habe ich sie schon mal begangen, da weiß ich das. Also man kann da, wenn man sie trifft, kann man da eine Station bauen. Irgendwie. Und dann wird das hier unterirdisch rausgeführt. So unter diesem schönen Wachturm entlang. Und kommt dann irgendwie als oberirdische Bahn da raus. Die nächste Station wird dann... Die nächste Station wird dann die Sandmine sein. Und da müssen wir ja auch öfter mal hin. Also, damit hätten wir dann schon 4 Stationen geplant. Und hier soll dann unser Lager oder wie auch immer hin, ja, unser Supermarkt hier an diese Stelle. Könnte man also dann so einen Eingang von hier oben machen. Irgendwie von hier. Ja, das könnte sich sogar sehr schön anbieten, so. Dass man dann hier runter geht oder man baut dann so eine Treppe. Ja, von da oben will ich gar nicht, aber vielleicht von hier, wo das Hotel ist. Wo der Hoteleingang ist, hier von diesem Podest. Machen wir mal zu. So, hier so einen Weg runterbauen, Brücke rüber, die so ein bisschen abfällt und dann kommt man da unten hin. Oder man baut das so von da, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall nicht von hier, weil das ist ja ein Aussichtspavillon. So, da unten also dann der Supermarkt, das Lager in Anführungszeichen, oder beziehungsweise das Lager, der Supermarkt in Anführungszeichen und dann... Ja, bauen wir hier ein paar Häuschen hin. Ich habe nämlich noch was vor, was ich euch jetzt noch nicht sagen werde. Und hier hinten bauen wir dann... Ja, das könnten wir eigentlich jetzt schon mal machen irgendwie. Wir müssen ja das Haus des Reisbauern irgendwie fertig bauen. Und der Reisbauer, der möchte ja Tropenholz haben. Der braucht Glas, der braucht irgendwie Steinzeugs. Was passt denn zum Tropenholz? Passt da sowas hier? Also so eine Steinziegel, Tropenholz, Steinziegel, das, jo. Sandstein habe ich ja nicht mehr. Auf jeden Fall sollte der ein etwas... charakteristisches Dach bekommen. So, also hier vielleicht. Ja, wir versuchen es mal mit Steinziegeln. Wir haben ja genug Cobblestein, die müssten wir nur brennen und dann daraus Steinziegel machen. Vielleicht haben wir auch genug, haben wir mit Sicherheit nicht. Steinziegel meine ich. So, dann gehen wir mal runter. Gucken, was hier brennt oder gebrannt hat. Richtig, das waren die Clean Stones. Wie viel Cobblestone haben wir denn noch? Ja, genug. Pflastersteine tun wir mal hier 5 oder 6. Pflastersteinöfen. Schmeißen wir die mal an, damit sich das dann auch lohnt. So, da hinten noch mal was rein. Zack. Flammen wir jetzt an. 5 Öfen. Oh. Reicht vielleicht noch, weil hier noch... Da haben wir noch Kohle drin, also rein damit.
Haben wir da noch Kohle drin? Nein. Ach, lassen wir doch mal alles brennen hier. So. Ist doch ein Bild für die Götter. So, ja, genau hier sollen wir dann durch. Also dann würde natürlich das hier schon da abbiegen. Ne? Also hier etwa rein. So würde es abbiegen und dann hier die Ecke müssen wir rausbauen, damit wir keinen schwarzen Bildschirm bekommen. Kurze Zeit. Ganz kurz flackert der ja nur auf, ist aber doch irritierend. Übrigens. Ja, ach. Ja, und dann geht das da geradeaus weiter. Genau, hier wird das alles weggerissen, auch dieser Sandstein. Und den werden wir dann. Ja, vielleicht ziehen wir das Glas auch hier noch weiter bis dahin. Und machen hier Sandstein um die Ecke rum. Das dann da so weiter. Wie viele Eier hast du denn schon gelegt? Ich habe dich doch mindestens schon dreimal jetzt gehört, ne? Also die Hühner müssen ja auch wirklich sehr frustriert sein. Die legen Eier, kommt nichts mehr raus, wenn man ihnen nicht hilft. Und die despawnen sogar noch die Eier wahrscheinlich. Nach einiger Zeit. Das wäre ja so für manche Sachen hier bei uns in der realen Welt auch gar nicht schlecht. Wenn zum Beispiel der ganze Müll despawnen würde. Also ich meine jetzt nicht so den Müll, den wir hier auf den Müllhalden haben. Der macht ja nichts, aber das, was man so in die Ozeane kippt, das ist doch schon sehr erschreckend. Wenn man sieht, dass in manchen Weltmeeren, Tropenholz, sehr schön, in manchen Weltmeeren richtig viel Unrat herumschwimmt. Oder machen wir das mit Tropenholzbrettern? Ja, könnten wir auch machen. Haben wir denn überhaupt noch Glas jetzt? Nein, wir haben kein Glas mehr. Also wir kommen nicht darum hin, die Sandfarm mal wieder anzuwerfen. Machen wir das jetzt gleich. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, jetzt mal Sandfarmen zu gehen. Aber erstmal hole ich mir was zu essen. Ich glaube, die Brote hatte ich hinten hingepackt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es wird schon wieder dunkel. Erstmal gucken, ob hier die Brote abgepackt irgendwo liegen, in der Kiste zum Beispiel. Ja, genau. So. Das wird wohl reichen. Und dann legen wir uns mal schlafen. Und zwar gehen wir heute mal hier schlafen. In unserem. Na. Erstmal ein bisschen duschen. Duschen, bis der Arzt kommt und dann ab ins Bett. Nochmal gucken, ob mir einer eine E-Mail geschrieben hat. Und dann gute Nacht.
hatte übrigens E-Mail in einer Fernsehsendung, in einer Diskussionsshow war irgend so ein Typ da, der hat ein Buch geschrieben über die digitalen Menschen. Er sagt, es gibt also Leute, die wirklich auf dem Klo E-Mails schreiben und lesen. Oder hat dann so eine Geschichte erzählt von einer Gruppe von Leuten, Jüngere sind es meistens, weil die sich ja mit solchen Sachen besser auskennen als wir etwas älteren Semester. Und die treffen sich in einer Kneipe zum Gespräch und zu einem gemütlichen Abend. Und was passiert? Jeder hat irgendwie so ein Smartphone oder so ein Tablet-PC. Das wird irgendwie rot angeleuchtet, oder? Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja, von dem Fackel. Und jeder hat so ein Smartphone oder so ein Tablet-PC dabei. Wir gehen jetzt mal zur Sandfarm. Sollten wir vielleicht bei der Sandfarm nicht so ein paar Schaufeln mitnehmen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und jeder, wie gesagt, hat so ein paar... hat ein Tablet-PC oder so ein Smartphone dabei. Ah. Und anstatt sich da zu unterhalten, ist jeder mehr damit beschäftigt, E-Mails an Leute zu schreiben, die gar nicht im Raum sind. Und denen mitzuteilen, ah, Freunde, wir machen hier ein, wir haben uns hier getroffen, machen also eine, haben hier so eine Party oder was auch immer. Party hier nicht. Also so Kneipenbesuch, ne? Schönen Abend machen wir uns hier zu fünft oder wie wir auch immer das waren. Aber die unterhalten sich nicht mit sich selber, sondern jeder starrt vor sich auf das Smartphone. Und dann gehen sie nach Hause, haben sich selber praktisch fast gar nicht unterhalten, haben nur mit anderen Leuten kommuniziert über E-Mail, über Facebook oder wie auch immer, die nicht dabei waren. Und dann gehen sie nach Hause, legen sich ins Bett und am nächsten Morgen holen sie das Smartphone oder das Tablet raus, ne, und unterhalten sich über diese elektronischen Geräte mit den Leuten, die sie am Abend vorher getroffen haben, in der Kneipe, mit denen sie sich da natürlich nicht unterhalten haben, weil sie sich dann mit anderen Leuten über E-Mail, ah, stimmt ja, hier ist ja noch mein anderes Feld, da werden wir gleich mal. Das ist auch immer gut, wenn man dann hier nochmal so ein bisschen Wegzehrung einpacken kann. Obwohl man das Feld eigentlich gar nicht mehr braucht jetzt. Aber warum denn nicht? 38 Samen. Ein nettes Zubrot, im wahrsten Sinne des Wortes Brot. Aber es... geht natürlich nach und nach flöten, aber das ist ja auch egal. Das war ja hier nur mein erster Versuch. Da oben habe ich, glaube ich, in der Kiste noch was drin. Ne? Doch, da ist ja noch eine Kiste. Da ist gar nichts mehr drin. Sehr sinnvoll. So. So, und dann gehen wir mal zur Sandmine. Wann waren wir zuletzt bei der Sandmine? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Sand schön lange vorgehalten. Das freut mich. Hier ist unsere... ja, für die Leute, die das noch nicht so alles kennen, machen wir mal so einen kleinen Rundgang. Hier haben wir ein Bambus- oder Zuckerrohrfeld. Ich nenne es immer Zuckerbus. Ja, eine Mischung aus Zuckerrohr und Bambus. So, wo ist jetzt die Sandmine? Da sehen wir unseren Schlafturm oben.
Hier geht das los mit der... Ja, und dann soll also, wie gesagt, die Eisenbahnstrecke... Ja, der Turm hier ist ein bisschen seltsam konstruiert, ich gebe es zu. So, was haben wir hier noch so drin? Pflasterstein, ach du je. Gut. Aus den 21 Weizen. Ja, wir müssen es dann doch so machen. Senkrecht geht nicht. Aus den 21 Weizen machen wir uns dann noch ein paar Brote. So, jetzt sind wir wunderbar vorbereitet. Hier schlafen wir dann immer drauf, liebe Leute, die ihr noch nicht meine Sandfarm gesehen habt. Ja, es sind ja immer mal wieder Leute, die sich neu einschalten und die dann vielleicht sich die ersten Folgen nicht mehr angucken. Aber es gibt auch Leute, die sich die ersten Folgen angucken. Und ich sollte mir meine ersten Folgen natürlich auch vielleicht mal wieder angucken. Denn ich habe mir jetzt Schaufeln gemacht. Dies ist eigentlich gar nicht nötig, weil wir den Sand ja mit der Hacke abgraben hier. Das ist ja eine ganz spezielle Methode. Okay, dann machen wir das doch erstmal. Tja, das war jetzt natürlich eine kleine Panne. Okay, vielleicht kann man ja Schaufeln aus Eisen nochmal ab und zu gebrauchen. Es gibt ja so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ein eingebautes Feature von Minecraft, dass Erde, Erde ja nicht, alles das, was runterfällt, also was runterfallen kann, Sand und Kies, wenn es auf Fackeln trifft, wird es sofort abgebaut, automatisch. Und nicht nur das. Das gleiche passiert übrigens, wenn man hier Schienen verlegt. Auch dann geht das. Ich brauche also noch nicht mal Fackeln, sondern ich brauche hier nur Schienen auszulegen. Machen wir das doch mal mit Schienen heute. Manchmal sieht man sowas in einem Let's Play aus Versehen. Der ein oder andere registriert das dann vielleicht gar nicht. So, und hier gibt es also Cobblestone und Sandstein und Sand. Das war natürlich raffiniert. Hier liegt keine Schiene. Okay. Kleine Fehler, aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall ist das hier eine sehr schöne Methode, egal ob man das jetzt mit Fackeln macht oder mit Schienen. Mit Schienen habe ich es also jetzt so explizit noch nicht berufsmäßig hier ausgemacht. Aber geht auch, ne? Ach, was ist da oben? Ja, dann machen wir doch mal weiter mit Schienen. Noch drei. Also funktioniert auch. Und wie gesagt, bei dieser Abbaumethode braucht man halt keine Schaufeln. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil ich ja schon so oft hier war. Sondern man braucht Spitzhacken. Ja, und auch Kakteen, wie ihr gerade gesehen habt, werden dann so gleich automatisch mit runterkommen. Da stehen wieder welche rum. Ja, und ich kann die, glaube ich, auch ein bisschen schneller abbauen hier als Fackeln, also ist schon nicht schlecht.
bauen wir mal hier weiter. Wie sieht das aus mit der Sonne? Geht gleich unter. Machen wir doch uns schon mal bereit für die gute Nacht. Da ist er schon am Untergehen. Machen wir uns bereit für die Nacht. Du kannst dann nachts schlafen. Er ist doch gleich Nacht, ey. Ah, hübsche Farben hier. Da oben, das ist richtig, sieht aus wie so ein Denkmal. Ist aber nur eine Krüppelkiefer. So, moin. Achso, ja, ich habe jetzt in die andere Richtung geguckt. So, jetzt muss ich nur aufpassen. Naja gut, bis zum Lavasee ist noch eine Weile hin, dass ich mir den da nicht abgrabe. Aber ihr seht, das ist alles schon in die Sandsteinburg da oder in unser Sandsteingebäude geflossen. Dieser ganze Sandstein hier. Tun wir mal das, was man nicht braucht, mal weg. Redstone, das habe ich jetzt hier Schienen mit. Ich hätte mal vorher so ein bisschen ausmisten sollen. Na gut, wir machen einfach mal weiter. Achso, die Schienen habe ich ja mal gebraucht. Ich knall Kopf. So. Aber die Redstone-Fackeln tue ich mal weg. Ich habe hier gerade mit Schienen gearbeitet. So, das ist wunderbar. Ein Brötchen zum Frühstück. Und weiter geht's. Also, das mit den Schienen gefällt mir auch. Gefällt mir auch gut. Ich glaube, wir machen jetzt noch diese eine Spitzhacke hier fertig und dann werden wir uns mal das Glas dann brennen in unserem Hauptgebäude, in dem Brennraum, was ja dann in Zukunft der Bahnhof werden wird. Bin ich zu leise? So, nehmen wir mal einen Schluck Tee. Mein Hustenbonbon ist aufgelutscht. Nein, nein, noch bin ich nicht am Verrecken. Keine Bange. Oder Sand für Sandstein, für Glas. Gibt es sogar Kohle. Also alles hier vorhanden. Kohle für die Öfen und was war das? Ist dahinter eine Höhle? Könnte sein, aber wir bauen erstmal hier ab.
nicht. Ja, was hat es denn so in den letzten Tagen für Nachrichten gegeben? Außer von unserem verrückten Koreaner. Also, er hat die Bombe immer noch nicht abgefeuert, zum Glück. Und ich sagte ja auch schon mal, dass er das nicht machen wird. Die Chinesen kriegen auch schon kalte Füße. Aber ja, die sind natürlich in einem Dilemma. Die Chinesen, ein chinesisches Dilemma sozusagen. Chinesen und Russen möchten natürlich nicht, dass die Amis da so groß mehr Einfluss bekommen, als sie da schon haben in Südkorea und in Japan. Und sie möchten vor allen Dingen nicht, dass da noch mehr Militär dahin kommt. Sie möchten auch nicht, dass die Koreas wieder vereinigt werden. Die Chinesen, ja, möchten das nicht. Denn das hieße ja, dass dann die Koreaner, wenn sie vereinigt werden, natürlich vielleicht eher Freunde der Amerikaner werden oder es bleiben, als die Südkoreaner dominieren da in dieser dann Vereinigten, in dem Vereinigten Land. So wie das hier in Deutschland auch ist. Und ja, hier in Deutschland war das, sagen wir mal, nicht so schlimm. Für die Chinesen sowieso nicht, die sind weit weg. Aber auch für die Russen nicht. Da sind ja noch die Polen, die Weißrussen und was auch immer noch dazwischen. Ukraine. Also Deutschland grenzt nicht unbedingt da an die Länder. Außerdem sind die Amis ja doch, haben wir ihre Truppen ja nicht alle abgezogen, aber doch einige. Aber da würden dann also die Amis und die Chinesen und die Russen da an dem Dreiländereck oben am Yalu, ja, Yalu, der Fluss, der da oben an der chinesisch-koreanischen Grenze fließt, die würden natürlich dann da direkt sich gegenüberstehen. Und das wollen die Chinesen natürlich nicht. Andererseits wollen sie natürlich auch nicht, dass der Koreaner da mit der Bombe rumwirft. Denn sollte er das wirklich machen, was ich ja nicht glaube, dann würden die Amis ja, wenn es, sagen wir mal, gegen die Südkoreaner oder Japaner geht, würden die Amis natürlich die Leute nicht im Stich lassen da. Auch wenn es natürlich sinnlos ist nach einer Atombombe. Ne? Aber es ist dann eher das Verseuchen, also wurscht jetzt, ob der eine fällt oder 10 oder 20. Ich mache mir noch mal eine Spitzhacke oder eine aus Holz, aus Stein, meine ich. Diese letzte hier geht so ein bisschen wach runter. Schon die letzte Eisenhacke. Ja, und von diesen schönen Schaufeln habe ich praktisch nichts benutzt. Das. Naja, wollen wir mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Was gab es noch für Nachrichten? Ach, der frühere Bundespräsident, der ja da zurückgetreten ist, ist vielleicht wegen
Ich weiß nicht, ob er verurteilt werden kann, ob die Beweislage, ja, der Herr Wolf, ob die Beweislage so ist, dass man ihn auch verurteilen kann. Das müsste das Gericht nachher sehen. Staatsanwalt hat ja schon einen Vergleich beantragt. Wahrscheinlich weiß die Staatsanwaltschaft, es könnte schwierig werden. Aber Herr Wolf ist ja auch nicht dumm. Der sagt, wenn ich da zustimme, dann gibt er, selbst wenn er nicht verurteilt ist, indirekt zu, dass er ja doch irgendwie Käse gebaut hat. Und er sagt, er hat keinen Käse gebaut. Also lässt er sich auf den Vergleich nicht ein. Sondern möchte vor Gericht freigesprochen werden. Ja, wenn ich sicher bin, dass ich nichts gemacht habe, ist das auch in Ordnung. Ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei. Es war ja keiner dabei, außer den Leuten, die es betrifft. Und natürlich außer der Bild-Zeitung, die ist ja immer überall dabei. Ja, man kennt ja den alten Spruch von früher. Bild sprach zuerst mit der Leiche. Schon wieder dunkel. Ah ja. Dann werden wir uns jetzt nochmal schlafen legen und dann werde ich den Rest dann noch abbauen und dann geht's nach Hause. Ist ja nicht so weit weg hier, aber aber immerhin. Muss doch jetzt noch direkt mal gucken. Option schwer. Ja. Ihr seht also, wenn man rechtzeitig schlafen geht, dann gibt es auch keine Monster. Wo sind die Schienen hier? Ja, jetzt baue ich natürlich ein bisschen einmal die Schaufel, so. Ja, so geht das natürlich auch. Wobei Fackeln natürlich leichter herzustellen sind als Schienen, das ist klar, aber wenn man eh Schienen schon hat, kann man das auch mit Schienen machen. Ich habe es irgendwann mal in einem Let's Play gesehen, da hat einer was abgebaut und fiel auch Sand oder Kies auf die Schienen und er hat sogar so jetzt nicht registriert, da jetzt irgendwie sowas draus zu machen. Und ich weiß nicht, welches Let's Play das war, wo ich das gesehen hatte. Ist auch nur ein ganz kleiner Fetzen, der mir da im Gedächtnis geblieben ist, dass das halt so geht. Jo, soll man es doch machen, mal wenn es so geht. Ja, das gehört also auch wahrscheinlich, ist auch wahrscheinlich der Bug. Normalerweise sollte das ja nicht möglich sein. So, das werden wir hier nochmal zu machen. Ganzen Löcher ein bisschen stopfen, dass man da nicht reinfällt. So, wunderbar. Jetzt gehen wir mal nach Hause und brennen uns noch etwas Glas. Und dann geht's an den Bau des alten Hauses jetzt hier. Oder wollte ich da noch was rausnehmen aus der Kiste? Das kann sein.
Ja, sicher, da habe ich ja noch Beschleunigungsdinger. So, was können wir denn hier lassen? Zum Beispiel, das können wir hier lassen. Wir können zwei Fackeln hier lassen, wenn wir sie reinkriegen würden. So. Redstone nehmen wir mal wieder mit. Auch die Redstone-Fackeln. Haben wir noch was zum Mitnehmen? Kaktus. Oh ja, lassen wir euch mal hier. Schaut ja nichts. Kobelstein. Was ist das? Kies. Ah. Okay, gehen wir mal heim. Gehen wir mal heim. Ein bisschen Brot auf dem Weg. Sieht richtig gespenstisch aus jetzt da oben. Schemenhaft ist die Burg zu sehen. Die baut sich dann auf. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen weiter... Ah, ich habe gesagt, Moment, was sollte man hier gucken? Sichtfeld auf 90 schalten. Ja, ich hatte es ja schon mal gemacht, ne, dass ich hier sowas geschaltet hatte und dann sagte mir jemand, mach doch auf normal, das ist besser. Den mache ich mal wieder auf meine alte 75, hatte ich das glaube ich sonst immer. Hat man so ein bisschen besseres Sichtfeld. So ist ja fast normal. Also machen wir mal so einen Kompromiss, dass wir hier auf 75 gehen, nicht auf 90. Ja, das ist also auch schon ein beeindruckendes Baupanorama hier, was man da also sieht. Ja, das ist schon hier das Hotel. Das ist ja von dieser Seite aus richtig hoch. Die Burgmauer, die Mauer. Dann kommt da der Supermarkt, den wird man nicht sehen von hier. Der ist nicht hoch genug dann. Die Mauer geht dahin. Ja, ich habe dann vor, hier auf diesem... Habe ich noch jetzt... Nee, habe ich jetzt keine Erde mehr mit. Doch, da ist noch Erde. Ich habe vor, also auf diesem Berg, der hier vorne liegt... den wir ja hier schon mal abgetragen hatten. So ein bisschen, dass ich hier vielleicht so ein paar Bäume hinsetze, Dschungelbäume, und dass man dann, ah, da ist noch ein bisschen Kohle, hier so Dschungelbäume draufzusetzen. Hat nur eine Kohle, ey. Das ist aber nicht viel. Und dann hier so ein kleines Wäldchen anzulegen, wo dann der Fluss durchfließt. Ja, und kann man vielleicht dann... Ah ja, da ist mir in einer Kopie schon mal was eingefallen. Das sah eigentlich sehr nett aus. Und hier mache ich mal diese hässliche... Das hässliche... hässlichen Felsen werde ich mal so ein bisschen abdecken. Das sieht ja dann wirklich nicht so schön aus, wie wenn es hier alles grün ist. Ja, eine relativ hässliche Fläche. Reicht zwar nicht jetzt, aber wenn man mal wieder mit Erde hier vorbeikommen, können wir das ja mal weitermachen. Sieht auf jeden Fall besser aus. So, jetzt geht's hoch. Gehen wir mal wieder hier rum. Oder? Ich wollte ja immer mal andere Strecken gehen. Ja, das ist schon sehr... Also ist mir schon gut gelungen da. Die Hotelseite, zumindest zum Tal hin. Ist sehr hoch. Hier sieht das Gebäude ja eher mickrig aus, aber das ist halt so, ne? Wenn man Gebäude so am Hang baut hier. Ich muss immer mal gucken, ob hier irgendwelche Monster. Manchmal gibt es ja Monsterbesuch. Hier
Wieso ging das jetzt so schnell zu? Manchmal gibt es ja Monsterbesuch im Hotel. Ich habe ja nichts gegen Monster im Hotel, aber wenn die wenigstens bezahlen würden für die Nacht. Machen sie ja auch nicht. So, Sand. Zack. Gibt es eigentlich bei Glas auch Erfahrungspunkte dann, wenn das gebrannt ist? Muss ich gleich mal sehen. So, dann machen wir hier Stein. Das reicht dann erstmal. Aha. Lass mal ein bisschen was ablegen. Den Sand zum Beispiel. Jetzt macht sich auch noch ein Auto hier selbstständig. Wirst du wieder zurück da bitte? Danke. Sechs. 7, 8, nee, nicht ganz. Ist ja auch eine Möglichkeit. So, gibt es da auch Erfahrungspunkte für. Nee, für Glas gibt es nichts. Aha, interessant. Dabei mache ich doch nichts anderes. Ne? Ich habe Sand abgebaut und brenne den Sand und hier habe ich Steine abgebaut und brenne die Steine und Eisenerz abgebaut und brenne das Eisenerz oder schmelze das Eisen. Da gibt es auch was für Glas. Nicht, na gut, es ist ja auch viel zu einfach, Sand abzubauen. Hat man ja gerade gesehen. Naja, so ein paar Scheiben hätte ich noch gehabt. Glasscheiben. So, jetzt machen wir mal. So, immer das so. Machen wir hier mal so ein bisschen Steinziegel dahin. Wir haben Tropenholz, haben wir immer noch. Das haben wir die ganze Zeit mitgeschleppt. Die Schienen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Tun wir weg. Schienen, die Leitern. Lass ich mal. Vielleicht brauche ich sie im Haus. So, was haben wir noch? Redstone. Kohle, naja gut, ist ja praktisch nichts da. Weg. Was ist das? Eichenholz. Eichenholz, weg. Ich brauche Tropenholz, Leute. Ich hatte doch so, da ist es, genau. Tropenholz, so. Und dann wollen wir doch mal uns überlegen. Ah, doch. Es gibt ja doch was. Na. Dann war das eben ein Bug. Oh, das ist dann natürlich eine schöne Methode, um schnell zu Punkten zu kommen. Also Sand abbauen. Geht ja ratzfatz. Wie gesehen. So. Das heißt, wieder ins Bett zu gehen jetzt. Sand abbauen. Ratzfatz. Und dann Glas daraus brennen. Na gut, man muss die Kohle ja auch brennen. Abbauen, meine ich. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir da hinten das Reichsbauernhaus jetzt schön hinkriegen. Und zwar aus Glas, Tropenholzbrettern,
So, wie sehen denn die Häuser in Asien aus? Die Häuser in Asien haben meistens eine Die Häuser in Asien haben meistens ein Erdgeschoss aus Stein. Also meistens, weiß ich jetzt nicht. Es gibt natürlich auch viele moderne Häuser, die so gebaut sind wie hier in Europa. Ist ja keine Frage. Aber haben wir das Haus, was jetzt die Familie meiner Frau dort in Thailand hat. Da war das die Spitzhacke weg, kaputt. Da machen wir uns wieder eine neue. Das Haus, das die Familie meiner Frau in Thailand hat, ist ein sehr einfaches Haus und besteht halt wie viele Nachbarhäuser auch aus einem Erdgeschoss mit Steinwänden und einem Dachgeschoss mit Holzwänden. Das heißt, wenn wir das dann auch so machen, dann ist das in Ordnung. Da ist die Erde. Wieso schleppe ich jetzt die Redstone-Fackel mit mir rum? Sonst hatte ich doch eigentlich alles weggelegt. Gut, dann tun wir die mal hier hin. Naja. Hier wären sie auch völlig fehl am Platz. Also. Der Fußboden. Der besteht dann da auch aus ganz normalen Materialien, wie hier auch. Also so Linoleum oder was auch immer man da gerade hat. Parkett. Wenn man viel Geld hat, hat man auch Parkett. Oder vielfach auch einfach einen Steinfußboden. Kann man relativ leicht sauber halten. Und jetzt kommen wir also hier hin. Hier kommt dann eine Tür hin. Und hier würde dann der Fußboden hinkommen. Und hier geht es dann weiter mit der Wand. Das Erdgeschoss. Ja, ich will das hier so ein bisschen an die Terrasse anlehnen, das Haus, also nicht eine gerade Grundfläche haben, sondern so ein bisschen das Haus sich irgendwie an die Terrasse anschmiegen lassen, also an den Berg hier. Also ich bin da wirklich gespannt, wie das dann nachher ausschaut. Wie schaut denn das hier aus? Das ist auch irgendwie nicht ganz akkurat, aber ist egal. Können wir alles noch abändern. Habe ich jetzt eben was klappern gehört? Ja, Skelett. Wo ist denn das Skelett? Ah, hier unten ist, glaube ich, auch noch Höhlenzeugs unten drunter. Oder bist du hier drin? Kann auch sein, dass sie im Keller ist, irgendwie. Ah ja.
Das irritiert mich jetzt überhaupt nicht. So, jetzt brauchen wir einmal ein Tropenholztier. Funktioniert natürlich so nicht. Es wird eine ganz normale Tür. Und keine Tropenholztür. So. Ja, habe ich denn hier noch sehr viel Steinziegel? Wir haben noch genug. Okay. Machen wir das Ganze mal so hoch. So, wie ist das dann hier mit Fenstern? Da haben wir so ein schmales Fenster und hier können wir durchaus entweder ein breites machen oder zwei schmale. 1, 2, 3, 4, 5. Mach mal hier noch so einen Pfosten hin. So, dass wir hier also unser Erdgeschoss dann mehr oder weniger fast fertig haben. Hier könnte man dann auch noch eine. Erstmal sollte ich was essen. Ich habe ja genug dabei. Brot. Trockenbrot macht Wangen rot. Das glaube ich ja eher nicht. Was war das? Mutti Rotkäppchen. Genau, so hieß das, glaube ich, früher. Habe ich nie gekriegt. Ich glaube, wir haben als Kinder haben wir Lebertran oder sowas getrunken. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber früher war das halt, wurde es als sehr gesund erachtet. Und das ist ja vom Fisch und Fisch ist ja generell. Was mache ich da denn jetzt? Fisch ist ja generell gesund eigentlich. Oder gesünder als manches andere Zeugs, was man so futtert. Was ich jetzt auch gelesen habe heute. Wahrscheinlich habe ich es gelesen in der im Videotext oder so. Vielleicht geht euch das ja auch so, wenn ihr Chips, ne? Chips, also jetzt nicht diese Computerchips, sondern Kartoffelchips oder sowas. Was gibt's da? Shio oder Chips frisch oder wie das Zeug alles so heißt. Hier könnte man dann nachher auch noch eine Tür hinbauen. Wenn man dieses Zeug dann nachher isst, ja, Chips frisch. Man kann nicht mehr aufhören. So haben die da halt in einer Untersuchung festgestellt. Aber gut, das weiß man ja, wenn man eine Tüte Chips hat, das tut mir ja auch so, deswegen kaufe ich ja schon gar keine mehr. Weil wenn man einmal eine Tüte gekauft hat, kaufen macht ja noch nichts. Wenn man sie aufgemacht hat und dann dort futtert, kann man schlecht wieder aufhören. Und die haben festgestellt, dass es also in diesen Chips, ich weiß nicht, ob die Leute das mit Absicht gemacht haben oder ob das zufällig passiert, ja. Man hat dann Bett wieder gehen. Äh,
hat dann festgestellt, dass es dort Stoffe gibt, die süchtig machen. Kein Gast da, okay. Und diese Stoffe, die süchtig machen, das ist natürlich nichts gut, ne? Nichts gut. Nichts gut. So. Kann ich ja schon mal hier. Komme ich da dran? Ja. Fenster basteln. 16. Ja, die Fensterausbeute ist wirklich enorm hier. Dann werden wir hier mal Fenster einsetzen. Sechs. Neun. Ah, das reicht wahrscheinlich bis auf ein Fenster nicht, oder? Doch, geht genau hin. Ui, super. So. Okay, dann machen wir unten unseren Fußboden jetzt rein. Sollte ja ein Holzfußboden werden. Und dazu können wir ja wunderbar die Schaufel benutzen, die wir uns ja vorhin aus Versehen viel zu viele gebaut haben. So, drei habe ich noch. Und ja, da müssen wir noch ein paar mehr. Jetzt basteln hier. Ja, zum Reisbauern passt natürlich Tropenholz, ist klar. Das ist jetzt also der Vorraum hier und dann müsste man irgendwie da oben hinkommen. Das ist das Erdgeschoss und hier käme dann das Obergeschoss hin. Das Obergeschoss würde... Ja, ich hatte vielleicht gedacht, dass man so versetzte Geschosse anbietet. Also, hier jetzt die Treppe hoch. Oder? Irgendwie sowas. Wie hatte ich denn das in der Testversion gemacht? Da hatte ich hier die Treppe hoch, genau, gebaut. Oder so. Versuchen wir das mal. Also da brauchen wir dann erst nochmal Stufen. 4 Meter. Mal gucken. Natürlich kommt die Erde dann noch weg. So, da hatten wir also dann hier so eine Treppe gebaut. Ja, eine brauche ich dann doch noch. Also muss ich noch mal hier eine Treppenstufe bauen. So. Haben wir dann noch ein bisschen Erde? Ja.
So. Und da hier jetzt die Decke drauf kommt, die muss ja über dem Fenster sein. Entsprechend machen wir hier mal noch Stein hin. Der Höhe. Und oben drüber dann Holz. Und hier machen wir auch Holz als Decke. Wo ist unser Holz? Da waren die 24. Genau. Hier werden wir jetzt mal die Decke einziehen. Und da kommen dann noch. Wir brauchen viel Zeugs hier. So. Reicht, glaube ich, noch nicht mehr ganz. Da haben wir noch 2, da haben wir noch 64. Ja, ja, gut, okay. Das reicht allemal. Ja, wenn wir alles so viel hätten wie Steinziegel. Und hier dann die Decke rein. Ja, so natürlich nicht. Auch nicht. Und so erst recht nicht. Wo ist meine Eisenaxt? Da. Jetzt werden wir mal hier alles abbauen und hier unten hinsetzen. Ruhe und die Werkbank. Gut, dann machen wir wieder das Zeugs rein, was hierher gehört. Das ist also der Weizen. Wir hatten doch noch. Hatten wir keine Dinger mehr? Wie heißt es? Samen? Oder hatte ich die alle mitgeschleppt? Kann natürlich sein. Dass ich die irgendwo anders mitgeschleppt habe. So, dann nehmen wir das nochmal raus. Stufen. Da sind sie. So. Ja, in der Kopie sah das ein bisschen anders aus. Da hatte ich also mit versetzten Etagen gearbeitet, aber ich glaube, so ist das auch ganz in Ordnung. Dann passt es hier besser mit dem Fenster. Hier werden wir mal mit Tropenholz. Oh, das war jetzt ein bisschen viel, aber ist egal. Hier werden wir mal mit Tropenholz arbeiten. Und das hier massiv dann ausbauen. Tun wir mal hier so eine Fackel dahinter. Dass da keine Idioten. Spawnen. Ach, das mache ich einfach alles dicht hier. So. Eine Holzwand, eine massive Holzwand hier. So,
Treppe. Muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht herunter stürzt. Aber das wird sich gleich wieder etwas relativieren, wenn ich nämlich hier oben die Decke einziehe. Gucken, wie weit ich das machen darf. Ich glaube, der nächste wäre schon zu viel. Jawohl. So sieht's aus. So, und dann bauen wir hier nochmal eine zweite Etage drauf. Das wird dann die Holzetage. Ja, und hier müsste man dann irgendwo eine Tür reinbasteln. Das sehe ich dann noch, damit man hinten aufs Feld kommt. Und hier könnte man... irgendwie auch etwas Terrassenartiges dann noch bauen. Aber wir gehen erstmal ins Bett. Autsch. Gehen wir mal dahin, wo wir gerade waren. Ein bisschen Berg- und Talbahn hier laufen. Good night. So. Ja, die war zu. So, weiter geht's. Da hinten nimmt also das Gebäude schon Gestalt an. Was wollte ich haben? Tropenholzbretter. Haben wir ja noch genug. Und hier werden wir mal diese Etage ein bisschen flacher machen. Also nicht so hoch wie unten. Demzufolge werden dann die Fenster auch nicht so hoch, aber es gibt natürlich genügend Fenster, das ist ganz klar. So, hier jetzt wie viele Öffnungen ich da jetzt reinzimmer, weiß ich jetzt noch nicht, das sehen wir gleich. Auf jeden Fall hat man hier auch einen sehr schönen Ausblick, muss ich schon sagen. Hier ist dann die Treppe, wunderbar. So, jetzt machen wir ruhig. Ja, was für Fenster. Achso. Ein paar Scheiben basteln wir uns wieder. 16 sind das, ne? Ja, genau.
So, diese drei können wir so lassen. Das ist von der Größe her okay. Wenn wir jetzt dann eine Tür hier reinbauen wollen. Hier wäre die Tür dann allerdings dann doch etwas blöd. Aber eigentlich müssten wir sie schon hier machen. Ich glaube, ich baue die Treppe andersrum. Also von hier hoch und zwar an der Wand entlang. Das hat nämlich dann den Vorteil, dass man oben da rauskommt, wo man dann auch die Tür hin platziert haben will. Die zweite Eingangstür. So, hier tun wir nochmal etwas Wand hinein. Wo sind unsere Wandsteinziegel? Da sind sie. Steinziegel. Und dann bauen wir hier die Treppe nämlich jetzt auf so und hoch. Also so und so und so. Und so. Und so. Und dann können wir nämlich hier die Tür nachher bauen. Nicht mit dem Treppenaufgang ins Gehege hinein. Und ins Gehege. So, und dann bauen wir hier wieder zu. Ja, ist schon was. Hat schon was Feines. Hier ist also der Eingang. Hier käme dann so eine Art Wohnzimmer hin. Oder vielleicht auch Küchenteil, Wohnzimmerteil und hier oben dann haben wir noch, nee, wir haben keine Geländer dabei. Hier abgeteilt, das ist durchs Geländer dann irgendwie, ne? Können wir da noch was dran bappen hier? Nee, dachte ich mir schon. Okay, weg. So, und dann hier irgendwie die Tür. Müssten wir hier natürlich dann die Treppe weghauen. Und hier dann entsprechend ein kleines Podest machen. Und dann die Treppe irgendwie hier so dran. Ich skizziere sie jetzt nochmal, nur mal mit Erde vor. So, dann käme man also dann von hier durchaus da schön hoch. Hätte hier so einen kleinen Zugang. So, einen kleinen Vorplatz hier oben ist dann schon. Ja, hier könnte man. Nö, ist ja alles in Ordnung. Der Mann kommt hier von seiner oder die Frau aus ihrem Haus raus. Müd.
Da ist doch noch nicht so ganz astral mit der Erkältung. Aber nun gut. War ja auch nicht zu erwarten. So, dann machen wir hier noch zwei Fensterchen hin. Und die, ja. Machen wir auch noch zwei Fensterchen hin. Wir brauchen noch zwei. Dann machen wir da jeweils. Und dann kommt hier in die Mitte und da den Rand noch. Hier kommt dann noch eine Tür hin. So, Holztür. So, das ist praktisch der obere Ausgang oder Eingang und hier dann der untere. Jetzt müssen wir uns das mal angucken, wie das ausschaut. Ja, ein bisschen komische Maße, wenn man das vergleicht, unten das Erdgeschoss und oben das Holzgeschoss. Ist doch. Ja, es fehlt ja noch das Dach. Hier unten ist natürlich jetzt kein Fenster drin. Hier geht ja die Treppe hoch, dafür haben wir jetzt hier Fenster. Ich glaube, wir sollten da oben auch nochmal Beleuchtung hinmachen. Ja, da könnte man auch Beleuchtung hinmachen, das meinte ich jetzt aber nicht. Sondern hier drin. Damit hier auch nichts spawnt an irgendwelchen Viehzeugs. Haben wir unten jetzt genug ausgeleuchtet? Ich glaube noch nicht. Aber so sieht's ganz akzeptabel aus von der Beleuchtung. Extreme. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Extreme Berge. Heißt ja dieses Biom hier. Und Tür zu. Sieht und das ist das, was mir am besten gefällt, glaube ich. So, jetzt kommen wir in Richtung Dach. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 44 Hölzer. Okay, das reicht, glaube ich. So, haben wir. Dachsparren basteln. Natürlich auch aus Tropenholz. Dachsparren. So, da gibt es dann halt jetzt 4, sind wir bei 16. 19 ist natürlich zu wenig. Wenn wir das jetzt nochmal verdoppeln.
Da haben wir hier noch Tropenholzbretter. Sollte sowas wie ausreichend sein. Jetzt machen wir dann noch... Ja, wir machen mal so ein... Versuchen es mal. So ein asiatisches Dach zu bauen. Und zwar jetzt mit... Sowas hier. Dann brauchen wir vielleicht noch nee, das war das nicht. Wie macht man denn jetzt? Ah, genau. Da brauchen wir ganz schön. Wie viel gibt es überhaupt davon? Drei. Ah, das ist schon mal gut. Gut, dann nehmen wir mal 9. Vielleicht noch mal 3. Sind jetzt 12. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ein Aufgang. Das Schöne hier ist ja, das Haus so angelegt ist, kommt man ja sozusagen ohne Mühe hier aufs Dach. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir hier Flachdach. Ja, so natürlich nicht. Wo ist es? Da ist es. So. Ja, da haben wir noch was stehen gelassen. Das ist gut. Kann man als Ansatzpunkt nehmen. So. Zack. Dann geht es wieder hoch. Machen wir mal weg. So. Wir haben wir noch 5 von der Sorte. Ist nicht zu wenig. Das reicht dann. Wir machen jetzt eine ganz andere Dachform, halt, wie das normalerweise üblich ist. Anders als das normalerweise üblich ist, heißt das natürlich. War schon wieder nur 5. Okay, da müssen wir dann nachher noch ein bisschen nachbessern. Ich will jetzt erstmal hier das Dach hinkommen. So. Ja, das ist natürlich nicht gemeint mit der etwas anderen Dachform. Wo sind die Tropenholzbretter? Da brauchen wir doch, ne? Es wird knapp mit dem Holz. Mal gucken. Mal gucken. So, konzentriertes Arbeiten, Leute, und deshalb bin ich nicht so sehr gesprächig im Moment, aber das könnt ihr sicher verstehen. So, das wird jetzt hier nochmal drauf gesetzt. Das wird echt knapp. Das wird echt knapp.
Aber es sieht von der, sieht eigentlich schon gut aus. So, wir machen das dann. Nee, es reicht von den Dachsparren gereichtet. Basteln, so runterschneiden, so ein paar Bretter von den Stämmen abschneiden. So. Gehen wir noch mal wieder runter und basteln noch mal so einen Schwung Flachsteine, flache Bretter, so Stufen. Und dann wäre das Haus auch im Prinzip schon fertig. Man sich dann natürlich noch mal überlegen muss, ob man da nicht noch so einen Dachüberstand baut. So, dann haben wir hier noch die Pfosten, die tun wir da wieder hin. Und nehmen noch mal ein paar Bretter. Und dann hätten wir diese typisch asiatische Dachform. Habe ich da jetzt als Stämme hin oder nicht? Doch. Diese typisch asiatische Dachform, die nach außen ein bisschen abschwingt, weil das jetzt eher so Richtung Chinesisch geht. Und jetzt gucke ich mir das mal von außen an, wie das jetzt aussieht. Ja, eher nicht so unbedingt asiatisch, aber auch nicht schlecht. Auch mal was Interessantes. Eine ganz andere Dachform. Wie ist es, wenn ich jetzt da das Dach nicht aus Holz machen würde, sondern aus Steinen? Obwohl die Dächer natürlich schon aus Holz sind, da, wenn man da so ist in der Gegend. Oder aus Wellblech vielleicht auch manchmal. Ach nee, das sieht doch so gar nicht schlecht aus, finde ich. Ne? Eine ganz, ganz andere Dachform halt. Aber kann man doch so lassen von innen drin. Ist das sowieso wurscht, wie es von draußen aussieht? Dem von drinnen ist es wurscht, wie es draußen aussieht. So, auch ich sage mal so, das lassen wir doch so. Oder? Na, ich finde das. Ja, vielleicht lassen wir das Dach noch so ein bisschen nach vorn springen hier. Na, das machen wir dann in einer Verbesserungsphase, dass wir so einen Dachüberstand machen, wie hier auch. Und. Aber hier in die Richtung. Jetzt habe ich eine Handbewegung gemacht, die ihr nicht sehen konntet. So, jetzt resümieren wir mal, was wir heute gemacht haben. Ich möchte nämlich jetzt das Let's Play beenden. Dazu schalten wir wieder mal, ihr kennt das ja schon, am Ende der Aufnahme auf friedlich, damit wir uns in Ruhe nochmal unterhalten können, was wir bisher gemacht haben. Also wir haben zum Schluss hier dieses Gebäude fertiggestellt, das wir von außen jetzt noch so ein bisschen beleuchten wollen.
doch relativ finster hier. Finster und Fenster. So. Nee, das müsste da oben und dahin. Und hier könnte man es auch noch mal so ein bisschen Licht machen. So. Das Haus ist also im Prinzip fertig. Das sieht doch von der Seite sehr hoch aus. Aber es ist halt ja so, dass es am Hang steht. Ich habe zwar jetzt friedlich, aber das hier hat mich schon immer aufgeregt. Jetzt haben wir die Fenster hier mal so ein bisschen freigeschüppt. So. So, und wir haben also dieses Haus jetzt fertiggestellt. Mal gucken, ob wir hier in so Pampa gehen hier. Wie das von der Entfernung ausschaut. Ach, da wäre ich davor, aber... Ach Gott, das ist doch... Ist doch okay so. Ungewöhnlich, aber okay. So, als zweites haben wir, oder besser gesagt, war es das erste, wir müssen auf dem Geländer hin. Geländer hin. Als erstes haben wir unsere Eisenbahn gebaut. Angefangen. Unsere Bahnstrecke, die dann hier irgendwo unterirdisch runter geht. Später im Ausbauzustand. Und dann zur Sandmine fahren soll. Die Sandmine hatten wir ja heute auch schon in Aktion gesehen. So, jetzt werden wir noch mal zum Abschluss hier noch mal so eine Nachtfahrt versuchen. Im friedlichen Modus eine Nachtfahrt. Wir werden auch nicht nass, ist ja alles überdacht. Hier kommt dann, wie gesagt, die Endstation hin. Ich glaube nicht, dass wir noch woanders weiterfahren in die Richtung. In die andere Richtung natürlich schon. So, wir fahren jetzt wieder zurück. In die andere Richtung werden wir natürlich die Strecke weiterbauen. Ein Haltepunkt sein. Nicht genau an dieser Stelle, ein bisschen versetzt. So, mal gucken, ob wir von hier oben unser neues Gebäude sehen können. Eigentlich schon. Oder? Nee. Eigentlich nicht. Aber wir sollten es von der hier von unserem Tempel der 100 sollten wir es sehen. Ja, da hinten ist es in der Ecke. Gut versteckt. Hier ist der Park und es fällt ja gar nicht auf. Ist also sehr schön. Ein Haus, das nicht auffällt. Ist immer ein schönes Haus. Na, guckt ihr noch alle zu hier? Leute, die mich abonniert haben, die ersten 100 sind ja hier verewigt. Jetzt sind es inzwischen schon 1700 geworden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich dafür, dass ihr mich abonniert habt und dass ihr mir so gern zuschaut. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich glaube, wir bringen das. Diese Folge jetzt mal, diese Aufnahmesession zu einem Ende und ich melde mich dann in der nächsten Aufnahmesession wieder.
Was wir denn machen, weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich mir noch mal überlegen in der Zwischenzeit. Aber ich habe an ein Eisstadion gedacht. Oder an ein Sportstadion. Sagen wir so. Ein Sportstadion, ein ganz kleines nur. Auf die Idee hat mich die Ruine gebracht mit einem unterirdischen Bau. Ich werde das Ganze oberirdisch machen und als Stadion, was er sozusagen unterirdisch hatte. Naja, ihr werdet sehen, was es ist, wenn ich es denn nächstes Mal bei der nächsten Aufnahmesession mache, was ich noch nicht weiß. Kann auch sein, dass mir in der Zwischenzeit noch andere Sachen einfallen. Zum Beispiel, dass man noch mal so ein bisschen unten versucht, auch Gold zu suchen, denn Gold haben wir jetzt doch eine ganze Menge verbraten. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.